frische Luft für freies Denken. Mit einem speziellen Wärmerückführungssystem soll die Luft in den Klassenzimmern neu aufbereitet und dadurch deutlich verbessert werden. Das fördert die Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit. Das ist aber nicht die einzige Baumaßnahme, die auf die Schüler des Marktoberdorfer Gymnasiums zukommt. Wir bekommen eine neue Pausenhalle mit knapp 400 Quadratmeter. Wir bekommen in 600 Quadratmeter Größe neues Lehrerzimmer, neues Lehrerstudierzimmer, eine neue Schülerbibliothek und neue Verwaltungsräume. Das ist die Erweiterung. Aber was auch passiert ist, dass energetisch die ganze Schule saniert wird. Das bedeutet, die Schule wird in Sachen Energie komplett neu aufgestellt. Unter anderem wird sie an das Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen und betreibt künftig neben einer Photovoltaikanlage auch ein mit Biomethan betriebenes Blockheizkraftwerk. Auch Licht und Heizung werden automatisch überwacht. Wir hoffen, wenn alles so läuft, wie es ist, dass wir am Verbrauch energetisch die Hälfte einsparen können. Und da wir auf erneuerbare Energien auch viel setzen werden in Zukunft, sogar 80% vom CO2-Gehalt, was bis jetzt sozusagen noch ausgestoßen wird, reduziert wird. Das Besondere an dem Projekt in Marktoberdorf: wird sogar noch weniger Energie verbraucht als garantiert, bekommt die Firma, die das Energiekonzept geplant hat und 15 Jahre überwacht, einen Teil des eingesparten Geldes. Der Rest kommt über den Förderverein der Schule den Schülern zugute. Die werden aber auch noch anders in das bundesweit einmalige Projekt eingebunden. Die Schüler werden in so als Art Energiemanager darüber wachen, ob die Temperaturen in den einzelnen Räumen stimmen, ob die Beleuchtung stimmt, ob die Lichter aus sind. Also vor allem im energetischen Bereich, was Strom betrifft und was Heizung betrifft, da können sie wirklich aktiv mithelfen. Praktische Umwelterziehung also. Baubeginn für das 15,6 Millionen Euro teure Projekt soll im nächsten Frühjahr sein. Im Herbst 2013 geht es dann tatsächlich mit dem Energieeinsparen los.